Wir melden uns heute von einem Spiel vom letzten Spieltag der Online-Saison, in dem Sie aufsteigen könnten. Real Madrid gegen Manchester City. Sie haben hier heute eine ganz klare Aufgabe, ein Sieg muss her, alles andere hilft nicht. Nur wenn der Dreier eingefahren wird, sind Sie aufgestiegen. Und das sorgt natürlich an diesem letzten Spieltag für ganz besondere Brisanz. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Eder Militao spielt neben Antonio Rüdiger in der Verteidigung. Federico Valverde steht mit Toni Kroos im Zentrum. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Ruben Dias spielt mit Aymeric Laporte in der Abwehr. Kevin De Bruyne steht mit Rodri im Zentrum. Und im Sturm ist Erling Haaland. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Gehalten! Ederson macht die Chance zunichte. Was traust du Karim Benzema heute zu, Buschi? Ist ja ein fantastischer Spieler. Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist einer für die klugen Pässe. Carvajal am Ball. Benzema mit dem Ball jetzt. Rodrigo. Rodrigo kann es machen. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt der Eckball. Sie kleben an ihm und dann kommt auch so ein Kopfball raus. War kein guter Ball. Gündogan jetzt am Ball. Ball bei Haaland. Grealish. Da ist die Flanke. Klasse aufgepasst vom Torwart. Und da bedankt er sich natürlich. Ja, da machen sie es ihm zu leicht. Die Chance haben sie verschenkt. Modric mit dem Ballverlust. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Da kann er erstmal klären. Rodrigo. Ja, Madrid, ja, das ist gefährlich. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Erstmal gut zugemacht. Haaland. Am Ball Kroos. Schön dazwischen gegangen. Gutes Pressing jetzt. Valverde. Rodrigo. Da wäre Platz auf außen für Rodrigo. Das macht er gut. Das könnte das Tor zum Aufstieg sein. Ist das wichtig? Ist es das? Alle hoffen sie, alle zittern sie. Aber sie müssen die Nerven behalten, dürfen sich jetzt nicht zurücklehnen. Noch ist es nicht vorbei. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er gibt das Foul, das gibt Freistoß für die Citizens. Kai Walker. Ball kommt in die Mitte. Ball geht weit vorbei, kein guter Kopfball. Da hat kaum was gestimmt bei dieser Aktion. Federico Valverde. Super Pass! Ah, das hätte gefährlich werden können. Den muss er sicher halten und da ist er auch zur Stelle. Jetzt geht vielleicht was für Man City. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, weg ist der Ball. Valverde. Ballbesitz Carvajal. Zurück zu Carvajal. Da ist die Chance. Das wäre die Chance gewesen, hier weiter davon zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so haben wir hier weiter diese Spannung. Das sind so Szenen, die sich in einer Partie noch rächen können. Gleich ist Pause und Real kann im Moment zufrieden sein. Sie sind knapp vorne.
Sie können durchaus zufrieden sein mit der heutigen Leistung. Noch ist es knapp, ein Tor Führung, aber man spürt, sie haben das immer mehr im Griff. Und es muss ein Tor werden. Er hat diese Riesenchance nicht nutzen können. Alles offen. Muss der Treffer sein, weiß er selbst. Das war schwach. Toni Kroos. Ball ist bei Carvajal. Valverde. Benzema. Und jetzt wieder die Citizens am Ball. Groß. Karim Benzema hat den Ball. Er passt gut auf und hat den Ball. Da ist der Ball. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Ballverlust Manchester City. Grealish. Benzema verliert den Ball. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Wieder Ballverlust bei City. Groß. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Da holen sie sich den Ball. Sah vielversprechend aus. Pausenpfiff. Das war sie. Die erste Spielhälfte hier im Estadio. Wieder Anpfiff, der Ball rollt wieder. Real ist hier aktuell mit einem Tor vorne. Es ist wirklich ein spannendes Spiel, ein enges Spiel. Camavinga. Valverde mit dem Ball. Und jetzt die Chance. Sie erzielen das Tor und ich glaube, das ist jetzt doch fast schon der Aufstieg, oder? Ja, denke ich auch. Das lassen Sie sich nicht mehr nehmen. Sie erhöhen Ihr Polster. Sie machen das gut. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Einwurf jetzt. Militao. Der Ballverlust von Eder Militao. Valverde. Real Madrid kriegt hier den Vorteil. Und Kroos. Gutes Tackling. Mahrez. Chance zum Anschlusstreffer. Klasse gehalten von Courtois. Oh, der war nicht einfach. Aus der Distanz. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Grealish. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Beim Ballbesitz hat Real Madrid im bisherigen Verlauf des Spiels ja durchaus Vorteile. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Auch jetzt sind sie wieder im Angriff. Sieht durchaus vielversprechend aus. Ederson kommt doch an den Ball. Überragend, nicht nur in der Situation. Wechsel bei City. Real mit der Ecke. Da ist der Ball erstmal raus. Da ist Platz für den Konter. Und Real am Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Eduardo Camavinga. Das ist Rodrigo. Guter Zweikampf jetzt von De Bruyne. Das machen sie gut. De Bruyne hat einige Optionen. Gefährlich, der Steilpass.
Damit hätten sie hier wieder rankommen können. Wenn sie solche Chancen nicht nutzen können, ja, wie wollen sie zurück in die Partie kommen? Abgefangen, dieser Ball. Gehalten, stark gemacht. So, Ecke kommt. Gute Gelegenheit. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Das kann gefährlich werden. Chance für Mahrez. Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was. Hoffnung lebt bei City. Anschlusstreffer. Mal sehen, was sie hier noch erreichen können. Modric. Sie bauen den Angriff auf. Toni Kroos. Er versucht's. Da sind sie da, guter Block. Manchester City hält den Freistoß. Keine Karte, ja, das sorgt hier schon für Erstaunen. Ich glaube, die kann man durchaus geben, ist gelbwürdig. Könnte der Ausgleich sein. Der Ball ist drin und dieses Tor macht ihnen nun einen Strich durch die Aufstiegshoffnungen. Ist das spannend hier. Sollten sie das am letzten Spieltag wirklich noch aus der Hand geben? Mein Gott, wäre das bitter. Das ist der Wahnsinn. Was für Comeback-Qualitäten. Jetzt haben sie ausgeglichen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Da geht er gut in den Zweikampf. Rodri. Modric, ja, Mitspieler sind da. Ederson ist zur Stelle. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Rodri. Rüdiger. Spannung nach wie vor. Bei einem Sieg wären sie aufgestiegen, aber es bleibt weiter bei diesem Remis. Wer nimmt jetzt hier das Heft in die Hand, das Spiel in die Hand? Wo sind die Routiniers? Jetzt sind sie gefragt. Es ist eine Riesenchance, aber das könnte das Tor zum Aufstieg sein. Ist das wichtig? Ist es das? Alle hoffen sie, alle zittern sie. Aber sie müssen die Nerven behalten, dürfen sich jetzt nicht zurücklehnen. Noch ist es nicht vorbei. Klasse Szene, schauen wir uns gerne nochmal an. Das Spiel über die Flügel, eine ihrer großen Stärken. Flanke kommt gut, präzise. Und dann ist er da. Lässt sie nicht mehr aufhalten, ist ein tolles Tor. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. City verliert den Ball. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Großartige Aktion vom Abwehrspieler. Da rettet er in letzter Sekunde. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse reagiert. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr.
Das ist der Schlusspfiff. Und damit haben sie es tatsächlich geschafft. An diesem letzten Spieltag bringen sie den Aufstieg unter Dach und Fach. Was für eine Leistung. Nervenstark setzen sie sich durch, haben gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt. Wir können nur gratulieren. Das war das große Ziel. Jetzt ist es vollbracht und wir sehen die Freude. Und ich bin sicher, sie können auch eine Liga höher wieder angreifen. Gutes Spiel heute von Rodrigo. Wie ist dein Kommentar zu seiner Leistung? Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie. Ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg. Da wäre Platz auf außen für Rodrigo. Das macht er gut. Das könnte das Tor zum Aufstieg sein. Ist das wichtig? Ist es das? Alle hoffen sie, alle zittern sie. Aber...